So, als Ninja unterwegs jetzt. Die Legende der drei unsterblichen Schätze. Jolnin ist mehr als bereit, die Verfolgung von Nasas Jab aufzunehmen. Wenn ich diesen Nasa-Jab in die Finger kriege, wenigstens haben wir dank MZ eine Ahnung, wo er und Alpas hin sein könnten. Ich werde ihn damit belohnen, ihn nicht ins Meer zu schubsen, obwohl das wirklich verlockend klingt. Aber wieder zu wichtigeren Dingen. Schubs ihn bitte, ich will das sehen. Wo sollen wir mit unserer Suche beginnen? Sie sind vermutlich bei der Rubinsee-Festung vorbeigekommen. Nun, worauf warten wir dann noch? Also dann, Jolmlin? Wo hast du denn hin? Die Frage ist berechtigt, wo laufen sie hin? Wir sind schon gar nicht mehr hier, wo ich... Naja. Nehmen wir uns auch ein Schiff. Warte mal, was? Ist doch auch so asiatisch angehaucht. Das will ich haben. Also gut, jetzt da wir hier sind, sollten wir uns aufteilen und herumfragen, ob jemand einen Maskierten oder eine Meerjungfrau gesehen hat. Na schön, immerhin wird das Wiedersehen danach leichter, da ich dich nun wieder ansehen kann. Ach, ich fand das vorhin doch auch ganz ansehnlich. Kannst du bitte wieder so aussehen wie vorhin? Warum wolltest du eigentlich da nicht hinsehen? So ein Augenweide. Wirst du wohl endlich Ruhe geben damit? Du solltest doch wohl größere Probleme als meine Kleidung haben. Immerhin wurde Alpa von einem verrückten Maskierten entführt. Finde gefälligst ein paar Augenzeugen. Sonst ändere ich noch meine Meinung darüber, dich nicht an die Fische zu verfüttern. Sie ist sauer, wenn ich sie anstarre, und sie ist sauer, wenn ich sie nicht anstarre. Das ist beinahe, als würde sie glauben, es gäbe noch andere Optionen. Moment mal, gibt es womöglich andere Optionen? Jolmnin, komm zurück, ich habe da ein paar Fragen! Ach. Nehmt euch ein Zimmer. Ein Mann mit sonderbarer Maske? Hier ist er ganz sicher nicht durchgekommen. Das wüsste ich. Ich habe schon den ganzen Morgen aber nach verdächtigen Personen Ausschau halten, auf die ich die Kanone abfeuern könnte. Oh. Weitermachen. Was ist das denn? Melone. Malone. Was zur Hölle? Das ist ein Dinosaurier.
Ein Z, hast du was gefunden? Nö, Scheint nicht. Ein verdächtiger Mann mit einer Meerjungfrau? Haha, sehr lustig, ihr und sie und ihre eure Scherze. Wie wär's mit etwas, das wie eine Meerjungfrau aussieht? Hattest du Glück? Du hast also auch nichts rausgefunden? Anscheinend stecken wir in einer Sackgasse. Ich habe jedoch nicht die geringste Idee, was wir tun könnten. Der denn jetzt schon wieder? Was hat der denn nun schon wieder angestellt? Wow, sie ist genau auf meiner Wellenlänge. Gefällt mir. Lass uns schnell nachschauen, Murasaki. Was hat das zu bedeuten? Erst steigst du aus dem Meer empor wie ein antikes Monster und nun bedrohst du mich mit einem Schwert? Ich weiß nicht einmal, wer du bist oder was du bist. Du weißt genau, was du mir gestohlen hast. Tsukumo ist wertvoller als jeder Schatz. Gib ihn mir sofort zurück! Oh. Wir treffen jetzt alle wilden Stämme aufeinander. Das hatten wir doch auch in Eosea gehabt, ne? Ja, genau, in Eosea. Das war der Kontinent. Hilf mir, Murasaki! Ich werde von diesem Schildkrötenmann angegriffen! Hä? Murasaki? Das ist ja ein seltsamer Zufall! Oder auch nicht, da ihr beiden euch zu kennen scheint. In diesem Fall bitte ich um Verzeihung. Ich hätte nicht ohne Vorwarnung mein Schwert ziehen sollen. Ist schon in Ordnung. Als zukünftiger Anführer des Stammes DM war ich nicht im geringsten beunruhigt von deinem plötzlichen aggressiven Vorgehen. Kein bisschen. Ich bin übrigens MZ Tia. Und Freunde von Murasaki sind auch meine Freunde. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Mein Name ist Kabuto. Und ich stehe dem Zirkel der Blaupanzer vor. Mein Name ist Olmnen. Ich gehöre zur Grenzwache Velodina in Alamigo. Dürfte ich dich fragen, warum du kurz davor warst, MZ aufzuspießen? Nicht, dass es mich gestört hätte. Ah, in der Eile habe ich ihn leider für einen den lieb gehalten, der sich kürzlich Tsukumo von meinem Helm geschnappt hat. Was genau ist denn dieses Tsukumo? Du scheinst ja sehr darauf versessen zu sein, das wiederzubekommen. Tsukumo ist mein treuerster Gefährte, der mir einst als beseelte Marionette nicht von der Seite wich. Er existiert nun nur noch in Form von Materia.
Doch er wacht noch immer über mich. Moment mal, hatte NASA nicht irgendwas in der Hand, das verdammt nach Materie aussah, als wir ihn bei den heißen Quellen gesehen haben? Könnte das Tsukumo gewesen sein? Stimmt. Wenn das so ist, dann hätte er Kabuto beraubt, bevor er Alpha entführt hat. Somit glaube ich kaum, dass er viel Zeit in der Rubinsee verbracht hat. Aber warum denn nicht? An seiner Stelle würde ich es nicht riskieren wollen, dass meine Beute wieder dem rechtmäßigen Besitzer in die Hände fällt. Und mit Alpha im Schlepptau wäre es deutlich schwieriger, sich gegen Kabuto zur Wehr zu setzen. Ich wette, NASA hat es so schnell wie möglich aufs Trockene gezogen. Eine einleuchtende Schlussfolgerung. Wenn wir annehmen, dass er auf dem Weg nach Oddhart ist, war, hätte ihn der direkteste Weg durch das Dorf Isari geführt. Also dann auf nach Isari, wir folgen dir, Kabuto. Welches Flugtier nehmen wir denn mal? Lassen wir den Zufall entscheiden. Ich habe langsam wieder Hunger. Aber ich habe ja zum Glück noch was vom Essen übrig. Ist schon nicht viel, aber immerhin. Ich glaube, das mache ich mir nachher noch mal warm. Ich teile mir halt das Essen momentan auf, damit ich nicht so viel einkaufen muss. Schon allein, weil ich nicht so viel ausgeben will. Das ist eher gesagt der Hauptgrund. Trinke viel zu viel. Obwohl, man kann nicht genug trinken, ne? Aber ich habe so eine Mädchenblase. Man merkt wahrscheinlich schon wieder, dass ich so unruhig werde, weil ich muss aufs Klo. Aber nicht erstmal diese Mission. Welch ein bezauberndes kleines Fischerdorf. Schade, dass wir nicht zu einer entspannten Besichtigung hier sind, so wie es ursprünglich geplant war. Doch wir haben einen Schurken zu fangen und einen Hauptmann zu retten. Also sollten wir uns ranhalten. Trefft mich hier wieder, sobald ihr so viele Informationen wie möglich gesammelt habt. Okay. Die Mission dauert wahrscheinlich länger. Geht rüber zu den Fischmenschen wahrscheinlich. Zu diesen Splots. Viecher. Ach, hier ist noch eine neue Mission. Ach ja, die Mission habe ich auch noch nicht entnommen. Halt, stopp.
Ein maskierter Mann hat eine Meerjungfrau mit sich schleppt. Ehrlich gesagt kann ich mir einen solchen Anblick kaum vorstellen. Und gesehen habe ich so etwas schon ganz sicher nicht. Ich habe jedoch einen Mann mit einer seltsamen Maske beobachtet. Er kam mit einem kleinen Boot an und ich vermute, er ist zu Fuß weiter. Ah, ich ihn seitdem nicht mehr gesehen habe. Wahrscheinlich ist er in der Asim-Steppe oder nach Yangtze aufgebrochen. Wie die meisten Leute, die hier angekommen. Deinen mysteriösen Mann habe ich nicht gesehen, aber ich kann dir sagen, dass wir hier in letzter Zeit häufige Diskussionen über Meerjungfrauen hatten. Einer örtlichen Legende zufolge können irgendwo in unserer Welt drei unsterbliche Schätze gefunden werden. Und das Fleisch einer Meerjungfrau ist eines davon. Was? Vor einigen Monaten verkündete eine junge Dame aus einer von Kuganes ältesten und wohlhabendsten Familien, dass sich nicht weniger als die drei unsterblichen Schätze als Brautgabe akzeptieren würde, falls jemand um ihre Hand anhalten sollte. Das ist natürlich völliger Quatsch. Wir Hingana lieben zwar unsere Märchengeschichten, doch wir alle wissen, dass es keine Schätze gibt, die etwas Leben gewähren. Ich muss jedoch zugeben, es ist eine raffinierte List, um unverheiratet zu bleiben. Darum reden ja auch alle davon. So, so, drei Schätze. Und wir haben drei wilde Stämme, ne? Ein verdächtiger Mann mit einer Meerjungfrau? Nein, es gibt nicht viele verdächtige Leute in unserem kleinen Dorf. Und ich halte es für unwahrscheinlich, dass eine Meerjungfrau sich in solch schlechte Gesellschaft befinden sollte. Ja, aber Moment mal, wenn diese Questreihe von wilden Stämmen stammt, dann fehlt mir ja noch die eine Questreihe für die wilden Stämme aus dem anderen Add-on noch. Ja, ich weiß. Ich lade gleich eben diese Mission. Nein, ich will nicht mit dir reden, ich will mit ihr. Nun, da alle wieder hier sind, sollten wir uns austauschen. Hoffentlich haben wir genug in Erfahrung bringen können, dass uns weiterbringen. Also wurde Nasa zwar gesichtet, aber niemand kann sagen, in welche Richtung er aufgebrochen ist. Und wenn deine Quelle recht haben, ist Alpa nicht mehr bei ihm. Hat er sie irgendwo versteckt? Bevor er in Isari an Land ging? Und wo ist er nun hin? Die drei unsterblichen Schätze könnten einen Hinweis enthalten. Der Überlieferung nach bestehen die Schätze aus dem Fleisch einer Meerjungfrau, dem Juwel der holden Seelen und der Flosse des Philosophen. Haha, was könnte das wohl sein? Ich schaudere bei dem Gedanken daran, dass er tatsächlich vorhat, die junge Dame zu heiraten, die um die Schätze gebeten hat. Aber seine bisherigen Diebstähle zufolge scheint Nasa die Schätze zu sammeln. Oder zumindest Dinge, die diesen ähneln. In der Tat, wenn Tsukumoa sein Ersatz für den Juwel der holden Seelen ist und eure Alpa die Quelle für das Fleisch der Meerjungfrau sein soll, dann bleibt nur noch ein Schatz übrig. Fleisch deutet eine Form der Zerstückelung an. Mit der ich ganz gewiss nicht einverstanden bin. Wir müssen ihn aufhalten. Ja, das ist mir klar. Wenn du eine geniale Idee hast, wie wir das anstellen sollen, dann rück jetzt damit raus. Wir können nicht zulassen, dass er uns immer einen Schritt voraus bleibt.